Ihr werdet es sicher auch kennen. Ihr chillt mit eurem neuen Projekt, einen Eimer Wasser und einen Akku da drauf in eurer Werkstatt. Und auf einmal passiert es. Ihr schmeißt aus Versehen den Akku ins Wasser. Seid ganz verzweifelt, weil der Ärmel nass ist und der Akku auch. Und wollt den schon in die nächste Tonne schmeißen. Aber das passiert nicht, wenn ihr den neuen Akku von Einhell habt mit der neuen Sealed Technology. Der Akku ist nämlich staub- und strahlwassergeschützt. Ob das wirklich ist, schauen wir uns jetzt mal an. Packen wir mal den Kram weg und dann gucken wir uns den Akku an. Da kannst du das Intro machen. Bevor wir aber jetzt weiter auf den Akku eingehen, gucken wir wirklich, ob der auch noch funktioniert. Dafür puste ich den aber mal ein bisschen ab, damit das Wasser von hier weg ist. Ihr seht, der ist noch voller Tropfen. So. Relativ sauber und trocken. Schauen wir mal. Er funktioniert noch. Also, es ist wirklich so, wie Einhell angegeben hat. Der Akku kann ins Wasser eintauchen. Ich glaube, bis zum Meter und halt auch für kurze Zeit da drin bleiben. Und er funktioniert noch. Also, es ist eine Staub- und Wasserschutz nach IP57. Und genau, das hat einer halt jetzt neu rausgebracht, entwickelt. Der 3AH-Akku ist der, den ich hier habe. Ist der erste, der mit auf dem Markt ist. Den gibt es jetzt zu kaufen. UVP ist 60 Euro. Geliefert wird der in dieser schönen Verpackung. Auch mit Mercedes-Benz unten drauf. Die arbeiten ja seit kurzer Zeit oder schon. Ja, die arbeiten auf jeden Fall zusammen. Und jetzt ist es auf jeden Fall auch mit da drauf. Wie viel die jetzt da mit der neuen Entwicklung, mit der Steel Technology zu tun haben, weiß ich nicht. Bei der Verpackung dabei ist noch dieser Hinweis, dass ihr die Garantie verlängern könnt. Dafür müsst ihr euch registrieren. Macht das auf jeden Fall. Einfach QR-Code scannen und Garantie verlängern. Genau, der Akku, außer die neuen Funktionen, dass er halt staub- und wassergeschützt ist, ist noch leichter, kompakter gebaut. Und um das zu haben, also diesen Wasserschutz, hat er hier eine Elektronik eingebaut mit einer Sicherung, die sich abschaltet, sobald zwischen den zwei Kontakten Wasser kommt. Das ermöglicht das Ganze auch. Sonst, ne, wenn die Elektronik laufen würde, dann wäre er wahrscheinlich Fratze. Ob das jetzt was bringt, cool ist, für euren Einsatzzweck was taugt, muss natürlich jeder selber wissen. Ich glaube, vor allem in Gewerken, die draußen viel unterwegs sind, wo der Akku vielleicht auch mal eine Nacht im Regen liegen bleibt oder sonst was, ist das auf jeden Fall gut. Der Langzeittest wird dann zeigen, wie robust der wirklich ist. Ich bin mal gespannt. Ich packe mir mal eben einen anderen Akku, einen 2AH-Akku. Und dann können wir uns mal angucken, ob hier denn noch wirkliche Unterschiede sind. Also man sieht einmal den blauen Streifen unten. Der steht dann für diesen Wasserschutz. Der Knopf, der ist schwarz anstatt rot. Und er zeigt auch direkt, genau, zeigt die Leistung an. Das macht er auch. Also das Design hat sich so ein bisschen verändert. Wird alles so ein bisschen moderner, abgerundeter. Genau, einer hat auch noch gesagt, dass er stoßfester ist. Oder auf jeden Fall stoßfest ist. Ja, ich glaube, die blaue Kante ist dann die, die als erstes aufkommt. Das hat der natürlich nicht, der schlägt direkt mit dem Gehäuse auf. Ja, aber wie gesagt, von der Bauweise her ein bisschen kompakter, leichter. Ich habe hier neben einen 2AH-Akku. Aber was das Ganze bringt oder wie viel das bringt und wie effektiv das Ganze ist, das werden wir dann mal auf lange Sicht sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Freue mich, den neuen Akku in den nächsten Wochen, Monaten zu testen. Im Sommer kommt auch wohl noch ein 4AH-Modell raus, also nochmal die größere Variante. Und dann mal gucken, ob das irgendwann zum Standard wird, dieser Akku, ob die anderen dann vielleicht wegfallen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, das informativ war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann freue ich mich auf die zukünftigen Projekte. Wünsche euch eine kreative Woche und viel Spaß beim Heimwerken.